Oder ich log aus, zock auf der Xbox COD. In Summer over the rainbow. Flieg mein Paper und erledig dich problemlos. Es ist ein weiter Weg bis Prestige Level 10. Und Kill für Kill sammelst du deine EP. Wieder euer 1 Moritz und heute zeige ich euch, wie man den neuen Spielmodus Chaos kostenlos, ja, der ist rausgekommen, kostenlos spielen kann. Der ist erhältlich für die PS3 und die Xbox 360. Ja, da muss man erstmal ins Hauptmenü. Ich bin jetzt gerade mit meinem Spielerprofil angemeldet. Ja, dann geht man erstmal auf die Spezialeinheit. Wartet kurz, bitte. Mal auf die Spezialeinheit und dann gucken wir mal auf Solo-Spiel, ob das jetzt geht. So, da steht jetzt, dass man den Laden erst besuchen muss und sich das Spiel kaufen muss, oder man muss halt Elite Premium haben. Das habe ich jetzt, ich persönlich habe das jetzt nicht. Da muss man sich dann mit seinem Spielerprofil abmelden. Ab. So. Ihr meldet euch jetzt nicht wieder an. Da müsst ihr erst die Einstellungen regeln. Dann geht's weiter. Wieder auf Spezialheit. Ja, dann könnt ihr wieder auf Solo spielen. Dann dürft ihr euch wieder nicht anmelden. So, und jetzt, wie man sieht, kann man das jetzt spielen. Ihr müsst halt immer von eurem Profil abgemeldet sein. Bei Splitscreen. Ja, da logge ich jetzt nochmal einen anderen Controller ein. Wartet. Ja, perfekt. Habe ich ihn eingeloggt, dann gehe ich wieder auf Chaos und das kann ich auch spielen. Und hier im Menü könntet ihr euch eigentlich, wenn ihr wieder auf den, bei der Xbox, mit dieser grüne Button, wenn ihr da draufklickt, könntet ihr euch jetzt wieder mit einem Spieler anmelden. Dann ich jetzt einfach mal Fabi. Könnt ihr euch jetzt wieder anmelden und könnt dann praktisch mit eurem Profil kostenlos zocken. Es geht aber, so viel ich weiß, nur bei Splitscreen. Bei Solo-Spiel geht es, glaube ich, auch. Probiere ich mal. Ne, es geht, glaube ich, nicht. Na egal, starte ich mal ein Spiel. So. Ich glaube, für einen PC wurde der neue Spielmodus noch nicht veröffentlicht. Da ist auch gerade erst Terminal rausgekommen, was bei der Xbox und bei der PlayStation 3, glaube ich, auch schon so seit einem knappen Monat, guten Monat draußen ist. Das ist wahrscheinlich sogar noch länger. Und Chaos ist jetzt vielleicht auch seit 3 Wochen oder so draußen. Ist eigentlich ein ganz cooler Spielmodus. Nach einer Zeit wieder vielleicht ein bisschen langweilig, weil es kommen halt sehr, halt immer das gleiche, man schießt es auf einen Haufen von Personen, metzelt die alle ab. Das hört sich jetzt nicht so langweilig an, aber ich persönlich stehe mehr auf Überleben, das macht mir mehr Spaß. Da habe ich jetzt gerade eingestellt. Jetzt im Verlauf des Videos so, das ist wirklich immer das Gleiche, das ist keine Abwechslung. Es kommt zwar ab und zu auch mal Juggernaut, als wäre ein Päckchen abgeworfen, aber ein Päckchen sind eigentlich immer alte Sachen drin, das bringt halt nur was, um möglichst hoch am, ja, am Level zu kommen. Balken läuft jetzt nicht weiter ab. Ja, ich muss mich ansetzen. So, jetzt weitergehen. P90. Perfekt. Ist halt wirklich einfach, weil man stirbt wirklich fast. Ja, fast nie. Das können auch Anfänger. Man steht halt fast nie, wie man sieht, die ballern alle auf einen und man kriegt kaum Schaden ab. Es ist zwar klar, dass man manchmal den Eliminator einlösen muss, auf der Seite vom Spielspann. Und ja, aber man steht halt fast nie, das ist so ein riesiger Haufen. Man kriegt halt immer Dreifachabschüsse, Multiabschüsse, Mehrfachabschüsse.
Das macht auch mal Spaß. Spielmodus. Vor allem im Splitscreen allein. Ja, nicht so ganz im Splitscreen hat das wirklich Spaß. Aber am meisten Spaß macht mir immer mal Überleben, wenn ich das mit, ja, mit meinem Freund sage. Abends. Das macht halt übelst Spaß. Wenn man dann probiert, ein richtig schönes hohes Level hinzukriegen. Also, die kommen eigentlich nie so richtig hoch. Manchmal ist es zwar jetzt vielleicht 35. Ist jetzt nicht ganz so hoch. Mir schickt's, aber. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon höhere Level ja erreicht. Jetzt haben wir auch den ersten Juggernaut. Und darf nicht ablaufen, wenn die Zeit schon dort drauf ist, sonst hat man praktisch verloren. Ja, dann ist das Spiel praktisch verloren, dann muss man von neu anfangen. Verabschiede ich mich und ja, es wird ja auch wieder in den nächsten Tagen wird ein neues Let's Play oder ein neues Let's Show rauskommen. Ja, könnt mich ja abonnieren, das Video kommentieren und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.